Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin. Die Aussagen von Christian Pilnacek, den kürzlich verstorbenen, einst mächtigsten Beamten im Justizministerium, die aufgenommen wurden, sorgen jetzt für ziemliches Aufsehen. Immerhin hat er mit diesen Aussagen Wolfgang Sobotka, den ÖVP-Nationalratspräsidenten, aber auch ÖVPler ziemlich stark belastet, diese dementieren. Und Justizministerin Alma Sadic hat jetzt eine Kommission zur Untersuchung eben dieser schweren Vorwürfe angekündigt. Wie diese Untersuchungen ablaufen sollen, was sie zu den Jüngsten wollten, sagt, das möchte ich jetzt eben Justizministerin Alma Sadic fragen und ich freue mich, Sie per Zuschaltung begrüßen zu dürfen. Schönen guten Abend, Frau Minister. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Frau Minister, man hat ein bisschen den Eindruck, dass Politik und Justiz nicht zur Ruhe kommen. Jetzt ist diese Aufzeichnung, also viele sagen zu Recht, es ist keine Tonbandaufzeichnung, aber man benennt es halt so eine Handyaufzeichnung eines Gespräches, das Christian Pilnacek am 28. Juli 2023 in einem Wiener Innenstadtlokal geführt hat, in dem er doch ÖVPler, vor allem auch Wolfgang Sobotka, Nationalratspräsident der ÖVP, schwerst belastet hat, was Interventionen angehen würde, diese dementieren. Was sagen Sie zu dieser Aufnahme? Also es sind gestern Verdachtsmomente ans Tageslicht gekommen, die auch den Verdacht aufkommen lassen, dass es eine mögliche politische Einflussnahme auf die Justiz gegeben hat. Das ist genau der Grund, warum ich als Ministerin jetzt eine Untersuchungskommission einrichten möchte, die für Aufklärung sorgt und die auch dafür sorgt, dass die Verfahren, die hier genannt wurden, auch beleuchtet werden, um zu klären, ob es eine politische Einflussnahme auf die Justiz gegeben hat. Die Erklärung der ÖVP, die das dementiert, ist ja auch, dass Christian Pilnacek verstorben sei und man ihn damit nicht mehr befragen könne, wie konkret das gemeint war. Wie kann man das jetzt in dieser Kommission untersuchen und vielleicht, dass Sie erklären, wie so eine Kommission abläuft? Also als Ministerin ist es mir jetzt wichtig, in meinem Ressort zu schauen, hat es hier politische Einflussnahme auf Strafverfahren gegeben? Und deswegen habe ich jetzt mein Ministerium beauftragt, die Untersuchungskommission einzuberufen und einzurichten. Und diese Untersuchungskommission soll ja die Verfahren, die hier genannt wurden, die teilweise Jahre, Jahrzehnte zurückliegen, auch untersuchen und schauen, hat es hier Ungereimtheiten gegeben, hat es hier eine mögliche politische Einflussnahme gegeben. Ich als Ministerin habe in den letzten 4 Jahren alles gemacht, damit die Justiz strukturell abgesichert ist, damit sie auch ressourcenmäßig abgesichert ist, damit nicht einmal der Anschein einer politischen Einflussnahme entsteht. Also angefangen von der Umstrukturierung der Fachaufsicht, sprich der Teilung einer großen Sektion im Ministerium, aber auch der Einführung von Transparenzmaßnahmen, beispielsweise bei der Besetzung von höchsten Richterinnenposten, wie beispielsweise dem OGH-Präsidenten. Jetzt ist mir aufgefallen, seit das gestern aufgetaucht ist und seit gestern alle darüber berichtet haben, habe ich immer wieder den Satz gehört, naja, aber das ist ja logisch, dass die interveniert hätten. Was sagen Sie denn als Justizministerin zu so einem Satz? Also ich halte Korruption und jegliche Einflussnahme auf staatsanwaltschaftliche Verfahren, jegliche politische Einflussnahme auf staatsanwaltschaftliche Verfahren als ein absolutes No-Go. Das ist Gift für unsere Demokratie, denn unsere Demokratie hat
für eine Unabhängigkeit in der Gerichtsbarkeit zu sorgen. Da geht es um den unabhängigen Rechtsstaat, der Vorwürfe auch unabhängig von der Politik zu klären hat. Und daher habe ich als Justizministerin verschiedenste Maßnahmen gesetzt, um auch jeglichen Anschein einer Einflussnahme zu vermeiden. Denn es ist wichtig, dass die Justiz, die Staatsanwaltschaft und die Gerichtsbarkeit unabhängig und ohne politische Zurufe arbeiten kann. Und das habe ich in den letzten 4 Jahren auch gemacht. Jetzt wissen Sie, die ÖVP erklärt quasi, oder der Generalsekretär der ÖVP erklärt, dass diese Aufnahme ja illegal sei und deswegen wolle er sich mit den Inhalten nicht auseinandersetzen. Meine Aufgabe als Justizministerin ist es, für Aufklärung zu sorgen und dafür zu sorgen, dass der Rechtsstaat unabhängig arbeiten kann, und deswegen setze ich auch diese Untersuchungskommission ein, damit die Untersuchungskommission jegliche Vorwürfe, die im Raum stehen, auch prüft, in die Vergangenheit zurückblickt. Teilweise liegt das Jahre, Jahrzehnte zurück, um auch die Verfahren und vielleicht mögliche Einflussnahme oder Unregelmäßigkeiten zu überprüfen. Ich halte das für das Gebot der Stunde, und es ist jetzt auch meine Aufgabe, diesen Auftrag zu geben. Und Ihre Meinung als Justizministerin, ist Wolfgang Sobotka als Nationalratspräsident noch länger tragbar? Wie Sie wissen, ist er als Nationalratspräsident nicht abwählbar, und die Grünen haben immer wieder in der Vergangenheit bei den verschiedensten Vorwürfen, die aufgetaucht sind, gesagt, dass sie an seiner Stelle auch zurücktreten würden. Aber wie Sie wissen, ist er nicht abwählbar in der Position, und das ist letzten Endes auch seine Entscheidung. Gut, dann ich weiß, dass Sie es eilig haben. Damit vielen Dank, Alma Sadic, für dieses Gespräch, und wir werden uns in dieser Causa sicher noch hören. Und damit auf Wiedersehen. Dankeschön, Wiedersehen. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause, und danach geht es mit dem nächsten Interview zu eben dieser Causa Sobotka weiter. Bleiben Sie dran.